Herzlich willkommen zurück. Was ist das denn für ein Scheißloch? Wenn ich anstarr, schmilzt es zu Eis. Link? Ich will ein Eis daraus. Und sie? Okay. Oh, kein Plan. Herzlich willkommen zurück. Der Penner da oben leidet immer noch wie ein, keine Ahnung was. Mit einer Wurst auf dem Rücken. Aber wir wollen ihm ja helfen. Jo. Scheiße, der, das ist ja schon. Egal. Ich werde mal gucken, was ich hier tun kann. So, da ist wohl Rückwärtsgang vor allem. Da ist wohl ein Schalter umzulegen, den ich einfach mal umlege, um zu gucken, was passiert. Die Oberwelt bringt's. Wow, ich sehe ja so viel. Ich sehe das über mir. Sterne sind. Kann ich nicht woanders raus? Nein. Dann nehmen wir. Da ist noch ein Schalter umzulegen. Was ich wahrscheinlich tun soll, weil ich komme jetzt hier nicht mehr durch. Ja. Schlau. Wenigstens gibt es dafür nicht noch eine extra Animation. Das geht ja voll auf den Weg. Wie kann man sich beim Krabbeln anstrengen? Komm schon, Mann. Du bist der Held der Mut. Kraft, alles Ding. Jetzt denke ich mal an Borostick. Ja, und so. Vor allem Link ist voll am Sterben. Hauptsache diese 5 Sekunden da abgewartet, bis es wieder voll ist. Wupp, er kann wieder. Und das nach 10 Sekunden. Ja, ja, ich weiß doch, dass du am Sterben bist. Link, Link, Link. Wow, denkst du, ich weiß nicht, was du fühlst? Ich merke, wenn es dir schlecht geht oder deine Ausdauer down ist, dass mir ins Gesicht gedrückt wird. Deswegen musst du nicht so erschöpft tun. So, wieder nach oben graben, ganz logisch. Die Lichtsäule rauf. Okay, das, jetzt habe ich Scheiße gebaut, glaube ich. Obwohl, habe ich nicht. Nein. Nein, habe ich nicht. Alles richtig. Yay! Das perlt sich so komisch ab, Mann. Das ist voll eklig. Link hat fallen lassen. Nein. Er ist gestolpert. Ey, Mann. Ich... Toll. Auf YouTube kann man sich das jetzt nochmal angucken, aber ich nicht. Richtig noch so ein Geräusch dazu gemacht. Oh, nein, ich habe es fallen lassen. Link, wie kann man über die Stufe stolpern und es dann fallen lassen? Oh, nein. Was war denn das jetzt? Och, Mano. Das war unfair. Nicht nochmal. Edith. Voll reingeswippt. Das Feuer schießt nicht mehr aus den Drüsen. Jetzt musst du düsen. Scheiß Geld, ich brauch Leben. Yay! Yay! Lass ich nochmal kurz den Schuss oder wer war das nochmal hier? Achso. Oh mein Gott. Was? Yay! Endlich frei! Jetzt habe ich endlich einen Gutgläubigen gefunden. Ja, also ob ich dir etwas über die geheimen Schätze... Was ist das? Das sind doch die Klauen aus der Sammlung meines Kumpels. Sag bloß, du kennst ihn. Klar, ich habe ihn gerettet. Moment mal. Ich möchte dir etwas geben. Warte mal kurz, bin gleich wieder da. Mit einer Wurst auf dem Rücken. Alter. Hier, nimm das hier. Nicht meine Wurst. Auch nicht die andere Wurst. Das in der Kiste. Dort findest du eine super geheime Information, die ich mit viel Hinterlist erschlichen habe. So siehst du raus. Das habe ich mal wieder selbst. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Meine Mundanimation ist scheiße. Hörst du mir zu? In diesem Raum hier befindet sich ein Geheimzimmer. Ist das nicht cool? Und sag niemandem, aus welcher Lage du mich gerade befreit hast. Wortlos. Oh, du Unmensch! Willst du etwa, dass ich dich anfliehe? Ein bisschen. Oh! Nichts gesagt. Hauptsache Mund bewegt. Hey, so sieht man sich wieder. Tut mir leid, aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig mitgehört. Ich stehe schon die ganze Zeit und keiner von euch Trotteln hat mich bemerkt. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. Aber was ist das? Ein Schnitt alles. Von irgendwo aus diesem Raum dringt ein leichter Windstoß. Ich bin mir sicher, dass er die Informationen dieser Truhe von Nutzen sein wird. Und wenn nicht? Du öffnest dir diese Truhe. Okay. Alter, wer baut die Taschenlampen da ein? Und gehen jetzt aus. Ja, Dungeon App! Woo! Zeig schon mal her, die Scheiße da.
Ganz nett von der Aufbellung her. Und ja, sieht aus wie ein Nebenraum. In den ich muss, gewisse Weise. In dem Raum gibt es eine falsche Wand. Gibt's hier auch eine echte Wand. Ja, weiterer Raum, Ungeheuer, bla bla, Geheimgang, bla. Idiot. So, dann zeig mal her deine falsche Wand da. So war das auch bei Ocarina of Time, ne? Ob man am Klang der Wand hört, was da nicht stimmt. Warte, warte. Falsch. Was habe ich eigentlich? Nichts, nur ein Herztrank. Scheiße. Doch auf der Seite. Na dann, on the way. Whee! Könnte ich nicht theoretisch... Ach, dauert jetzt zu lange, das abzuschießen. Doch, sehr gut. Wow. Danke, Mann. Guter Tipp mit der Wand und so, aber... Ich hätte jetzt eh alles hier weggesprengt, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Oh, und Swanny. Komisches Geräusch? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist das Ekliges zum Teufel? Ach du Scheiße. Egal was es ist, ich muss es direkt mal verletzen. Tausend Füße. Bam! Da kommt eh nicht hierher. Ja, war klar. Den krieg ich. Komm, Link. Jawohl. So. Hier rein kommt er wieder eh nicht, der Schmuck. Hoffe ich doch. Voll eklig, Mann. Wie geil, das wusste ich ja noch gar nicht. Wie habe ich denn das gemacht? Voll ausgerastet gerade. Oh, das war dämlich. Aber ich hab's überlebt. Ja! Duff! Ich hab's eingeatmet! Totes Tier, Gegner. Staub. Enemy smoke, don't breathe this. Und hochgraben. So. Ah, freche Luft. Und ein Loch aus dem... der Tod. Danke. Ich brauche aber Herz. Oh, noch eine Kiste. Ja, die schenken ja jeden Scheiß. Lalalala. Was ist dein Problem? Danke. Juhu. Ho. Yeah, das war ein bisschen scheiße. Oder? Nein! Doch! Warte. Kann ich nicht zoomen? Doch, war richtig. Bringt mir ja nichts. Ich muss jetzt mit dem Schlüssel da hinten rein. War richtig. Ich wollte schon sagen, oh Gott, ich muss diese Wand hochrennen. Sie ist so... Ich weiß nicht. Hast du da an meinen Schuhen? Link, da steht ein Stück... klebt ein Stück Wand an deinem Schuh. Ih, mach's weg. So. Dünk. Man mag es für komisch halten, aber die Zelda-Muppi regt mich echt nicht auf. So, da hinten erst. Das heißt, hier nochmal durch. Das reicht nicht, war klar. Ja, schieß einfach mal daneben. Wuhu! Zack, zack. Und los. Ja. Schrei nur rum. Ich höre dir sowieso nicht zu. Das ist das Schöne an Links Job. Du weißt nicht, ob er zuhört, weil er eh nicht antworten kann. Gewissermaßen. Außer... Genau. Open up. Und... So. Rein da. Guten Tag. Hallo. Möchte einer mit mir reden? Hello. No one's in here? That's impossible! Immer bin ich so allein! Und dem Penner? Er gesagt, den Pennern? Wo auch immer gerade das Getröte herkam. Verdammt. Okay. Ich seh's schon. Daneben. Zu Penner. Mist, er hat Pfeile gedroppt. Hey, ich geh meinen abseilen, sagt der Nerd. Was hast du gesagt? Sagt er zurück. Ich geh mein braunes Item droppen. Jetzt hab ich's verstanden. Muss das Herz haben. Nicht. Oh gut, es liegt da. Nein, es geht unter. Ich hab zu lange gebraucht, den Käfer zu holen, oder? Oh geil, ich hab's noch. Aber er hat sich voll verbrannt. Ist ja egal, ist nur die Technik. So, sieht nach einem komplizierten Mechanismus aus, um hier weiterzukommen. Yeah.
und hoch. Ich hab das Herz, das habt ihr nun davon. Seid schuld, wenn ihr sterbt, euer Herz zurücklasst. Dann kann ich es mir natürlich nehmen und essen oder was auch immer ich mit Herzen machen sollte. Eklig. Kumpel! Lang nicht gesehen, wa? Leichenhalle hier. Oh, ein Topf bleibt übrig. So, mal hier hoch. Der kotzt um sein Leben. Oh, ein Arschloch. Eins der vielen. Ja, ein Pfeil ist, glaube ich, cooler. Ey, du. Ich sehe aus wie ein fetter Frosch. Ins Maul. Hier scheine ich nicht durchzukommen. Was ist hiermit? Okay, da komme ich so nicht durch. Was zum... Was bist denn du? Was für ein Tag! Wenn man nichts findet, ist die Schatzsuche nur halb so lustig. Was ist das denn für ein Spast? Mach auf, du Penner. Ah! Ja! Ich glaube, dir geht's noch zu gut, du kleiner Stöpsel. Alter, es bleibt so. Ah! Junge! Zu! Was bist denn du für ein... Alter. Du denkst auch, weil du Rubin auf dem Rücken hast, kannst du hier den Macker machen, ne? Die Seiten an sich ist geil. Oh Gott, ich bin ein kleiner fetter Schwabbel und das ist ein grünes Ungeheuer. Wie konnte es mir bloß bis hierhin folgen? Jetzt muss mir was einfallen. Was ist hier? Wie der redet. Was räume du versuchst? Wenn du mir nicht den Weg versperrst, dann komme ich dir. Oh, was ein Hinweis. Muss ihm nur den Weg versperren und hab ihn. Idiot. Mist, ich bin geliefert. Kannst du mit mir machen, wenn du willst. Ach, du kannst mit mir machen, was du willst. Das war eine S-Männer-Nummer. Was zum... Dieser Clown? Sehen die nicht aus der Sammlung meines Kumpels? Ein Geschenk. Cool, gell? Du kriegst nicht sowas. Du kennst meinen Kumpel. So grün wie du bist, hätte ich schwören können, du bist eins dieser Monster. Ihr seid so Idioten. Nicht wütend werden, tut mir ja selbst leid. Aber dafür gebe ich dir jetzt was Schönes, warte mal. Habe ich meine Oma geklaut. Wie er grinst. Schön unschuldig. So, da wären wir wieder. Übrigens, an der Klippe da vorne stehen die Monster vorhin etwas zu suchen. Da gehst du sicher auch noch mal hin, oder? Pass bloß auf. Nun, ich mache mich dann mal zurück zum Boss. Ist euer Boss dieser Gandalf? Weil das ist ein Problem. Achso, der macht für mich noch den Schalter. Danke, da muss ich nicht nochmal da rein. So. Her mit dem Herzteil, das kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Nein, ich habe 10 Sekunden gespoilert. La 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 la. Voll geil. Danke. So. Bam ins Auge. Ha, klappt sogar. Ich dachte, das hätten die nicht mal animiert. Ich muss mal so auszudrücken. Wow, Kollege. So, wie ging das jetzt nochmal hier? Achso, hierhin konnte ich ja schwimmen mit der Strömung. Ja, genau. Das ging ja. Musste halt nur... Das zweite. Oh Gott, was tue ich? Ich nehme das hier. Ach so, ja, 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 ich weiß, was ich machen muss. Ja, ja, ja. Das war sehr schlau. Aber es war schon richtig. Muss es ja nur noch erwischen, das tue ich ja hier. Jupp. Hup. Passt schon alles so, wie es ist. So, die Penner. Können mich mal kommen? Idiot. Voll quers Maul aufgeschlitzt. Und... Ich stehe zwar daneben, aber... Ja, ich weiß schon. So. Hier könnte ich jetzt saven. Mach ich aber nicht. Hab ich doch gesagt. Ey, kann ich jetzt nicht so einen Ultraschutt abgeben? Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, ja. Das ist ein Bogenschütze hier. Ladies and Gentlemen, sein Name ist... Gut, er kann nicht reden, aber ich sag's für euch. Link! Link! Link, wie auf sein Schwert guckt. Warum mache ich das? Ich will das noch nicht mal. Ich hab nicht mal nach oben bewegt. Gut, im nächsten Part wird dann hier reingegraben. Wo ich direkt drüber stehe. Ah, der Windzug zieht an meinen Eiern. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.